Wir setzen uns jetzt direkt einmal in After Effects und so sieht die Videodatei aus, die ihr gerade im Intro gesehen habt. Also so ungefähr sollte eures später auch mal aussehen. Und ja, wie bereits gesagt, sehr fresh, den Blitz geschleudert. Wir werden das Ganze noch ein kleines bisschen anders machen, ein kleines bisschen leichter. Aber meiner Meinung nach nicht weniger geil. Let's go. Als erstes müsst ihr aus dem Video, das ihr ausgewählt habt, wo ihr den Blitz einfügen wollt, eine neue Komposition erstellen und das Ganze dann so zurechtschneiden, dass es passt. Zum Beispiel die Szene, wo ihr ins Bild reingeht, könnt ihr rausschneiden. Die Szene, wo ihr euch dreht, wird schneller gemacht mit dem, ja, Schneller-Mach-Tool, das es halt dort gibt. Und die Szene, wo ihr den Blitz werft, sollte womöglich so bleiben, wie ihr sie haben wollt, beziehungsweise so, wie sie jetzt ist, denn es gibt einen Zeitlupeneffekt beim Blitzschießen, der meiner Meinung nach sehr fresh aussieht und auf jeden Fall empfehlenswert ist. Ihr teilt jetzt einfach die Ebene und macht das Ganze ein kleines bisschen schneller und ja, ganz einfach. Dann weiter geht's. Als nächstes müsst ihr dann den Loop einfügen. Das ist im Strike Pack enthalten. Das könnt ihr euch einfach runterladen vom Mediafire, dafür verdiene ich auch kein Geld mehr. Das ist einfach nur, damit ihr das besser machen könnt. Ist einfacher, dann das Ganze zu erstellen. Ihr passt das einfach einmal an und dann wird gekeyframed, was das Zeug hält. Ihr macht jetzt hier einfach einmal bei Transformieren die Position einer Stoppuhr hin und werdet dann einfach mal das Ganze durchgehen und schauen, dass das Ganze auch wirklich passt, dass jeder Frame halt einzeln gesetzt ist. Ist ein bisschen viel Arbeit, aber das Ganze sollte trotzdem machbar sein. Und daran solltet ihr auch noch nicht verzweifeln, ansonsten ist dieses Tutorial ein bisschen zu viel für euch, eventuell. Das ist jetzt schon für Fortgeschrittene, aber ihr seht schon, das sieht mega geil aus, wie dann halt diese Blitzwolke, sage ich jetzt einfach mal, um ihn ist. Und ja, als nächstes erstellt ihr eine Farbfläche, nennt diese Blitz und drückt auf OK. Nun fügt ihr bei Generieren ein Gewitter ein. Als nächstes öffnet ihr die Kerneinstellungen und wählt ein sattes Gelb aus, welches dann sozusagen euer Blitzkern ist, so wie die Einstellung das natürlich schon sagt. Und wählt dann bei der Randfarbe beim Leuchten einfach ein etwas Orange, ein leichtes Orange bis Rot tatsächlich schon aus. Und das drückt ihr dann auch wieder auf OK und dann ändert ihr noch den Kernradius, soweit dass es passt. Die Turbulenzen könnt ihr dann auch noch ein bisschen ändern, je nachdem wie ihr wollt. Und den Radius fürs Leuchten kann auch noch beliebig verändert werden. Ich stelle den jetzt so um die 60, denn das sieht immer sehr geil aus, wenn man das ja ein bisschen verstellt. Dann die Blitzart unbedingt auf Treffer stellen, ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. Wenn ihr das gemacht habt, wird wieder gekeyframed. Wer hätte es denn auch anders gedacht, denn Keyframe ist ja schließlich die After Effects Welt. So ist das Ganze halt nun einmal. Nun macht ihr das hier einfach an den Arm dran und verändert das Ganze so, bis er aus dem Bild ist. Ich habe das jetzt mal ein kleines bisschen schneller gemacht, weil das immer sehr, sehr viel Arbeit ist, das Ganze hier zu keyframen. Aber ihr seht jetzt hier ziemlich gut, dass dieser Blitz mit einem Mal aus dem Bild sollte, was ich beim ersten Mal nicht gemacht habe und das dann nachträglich noch verbessert habe. Und ihr seht, das Ergebnis lässt sich sehen. Das ist auf jeden Fall nichts von Amateuren gemacht ist, beziehungsweise eigentlich schon von Amateuren gemacht, aber es sieht so aus, als wäre das tatsächlich aus der Serie und es kann echt ziemlich gut verwechselt werden und meiner Meinung nach ist das ein guter Effekt. Als nächstes dupliziert ihr die Ebene und ändert die Farbe vom Leuchten auf ein etwas roteres Rot, denn schließlich wollen wir nicht von Anfang an ein Orange nehmen, sondern wir haben zwei Blitze und der zweite Blitz wird in einem etwas mehr Orange-Ton gemacht und dann wird hier noch so ein kleines bisschen die Turbulenzen verändert, damit die Blitze auch nebeneinander sind. Und ihr seht schon, das Ganze sieht viel realistischer aus. Als nächstes könnt ihr noch die Deckkraft verändern, indem ihr T drückt und dann einfach das anpassen, sodass es perfekt zu eurem Loop und zu den Blitzen von Flash passt. Ihr könnt das natürlich auch alles mit den Blitzen von Zoom machen, was natürlich um einiges einfacher ist. Oder mit den Blitzen von Reverse Flash, was auch einfacher ist. Man muss sagen, Flash hat die schwierigsten Blitze und darum habe ich mir den noch ausgesucht, denn wenn ihr es mit Flash könnt, dann könnt ihr es mit allen. Und ich muss sagen, das sieht wirklich richtig nice aus. Als nächstes wird dann das wieder zugemacht und ja, wir erstellen als nächstes mal eine neue Einstellungsebene, um einfach ein kleines bisschen Unschärfe in das Ganze reinzubringen, wenn er den Blitz wirft, sodass das sozusagen aussieht. Jetzt würde dann die Luft anfangen zu flimmern, eine kleine Luftirritation. Sieht immer nice aus, Leute, merkt euch das. Dazu eine Einstellungsebene erstellen und einfach hier ein kleines bisschen was einstellen. Ihr könnt einfach meine Einstellungen übernehmen. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn ich jetzt einfach alles vorlese. Und
Tja, jetzt seht ihr, das ganze Bild ist verschwommen, das wollen wir natürlich nicht. Also wählen wir einfach mal die Ebene aus und gehen oben auf dieses kleine Füllerwerkzeug, das da oben in der Leiste ist. Und das schnappen wir uns jetzt einfach einmal und zeichnen damit ein paar Masken auf das Bild. Möglichst um den Blitz und um die Person, um die die Flash-Effekte und den Blitz macht, herum. Denn das gibt den Effekt, dass der Blitz und Flash zwar gerade sind, aber der Rest hat einfach verschwommen, weil er halt einfach so schnell ist, dass das Ganze nicht mehr gescheit auf der Kamera festgehalten wird. Sieht sehr nice aus. Als nächstes machen wir wieder Ebene teilen, passen das Ganze an und das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Als nächstes passen wir die Deckkraft von dem, von der Unschärfe an, damit das so aussieht, wenn ich den Blitz werfe, dass die Deckkraft erst dann erscheint von 0 auf 100. Dazu drücken wir wieder T, die Deckkraft, machen die Stoppuhr, dann am Anfang auf 0 und dann, wenn die Blitze kommen, machen wir das Ganze auf 100, sodass sich das Ganze langsam steigert. So, wir machen jetzt hier auf 0 und am Ende auf 100. Dadurch kreieren wir halt, wie bereits gesagt, den Effekt von dem Flimmern, was dann aber nachher auch wieder entfernt werden kann, sozusagen wieder abgestuft werden kann. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt einmal der Effekt, der uns halt das Flimmern bringt. Und als nächstes stellen wir noch eine Einstellungsebene, um einen Effekt zu kreieren, dass das ganze Zimmer rot ist, von den Blitzen, dass alles voll beleuchtet ist. Dazu erstellen wir einfach einmal jetzt dann, wie ich es halt gerade gemacht habe, macht es einfach nach, das ist jetzt etwas schwer zu sagen, gehen wir dann auf Rot und machen das Ganze so, dass es halt einfach zu dem Zimmer passt. Dass das Ganze halt einfach sehr geil aussieht, dass es halt ihr möglichst genau die Farbe trifft, die auch die Blitze haben. Und dann passt ihr das Ganze am Ende wieder an mit T und werdet das Ganze wieder so machen, dass die Farbe kommt und wenn die Blitze weg sind, dass die Farbe wieder geht. Dazu müsst ihr natürlich die Ebene teilen, das Ganze wieder mal so anpassen, dass es wieder alles passt. Und ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Ebene ein kleines bisschen zu kurz gemacht, muss sie jetzt noch ein bisschen länger machen, aber das ist ja kein Problem, geht hier alles mit After Effects. So, dann werde ich das jetzt hier nochmal ein kleines bisschen anpassen. Ja, und der Farbton, der gefällt mir jetzt zum Beispiel ziemlich, ziemlich gut. Jetzt drücke ich wieder einmal T, mache die Stoppuhr wieder rein und wieder das alte Dilemma, werde das Ganze wieder einmal anpassen. So, mache ich jetzt hier 100% und am Ende 0. So, ich habe jetzt die Deckkraft auf 0% gesetzt und ich muss sagen, das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus, wie die Farbe dann am Ende weg ist. Doch Moment mal Leute, da fehlt uns doch noch eine kleine Sache. So geil wie es jetzt aussieht, ist zwar schon mega, mega krass, doch ihr hört ja nicht direkt auf nach der Drehung mit den Blitzen. Und um das Ganze zu kreieren, gehen wir auf Fenster, gehen auf Projekt und importieren den Entry 007, genauso wie den Agenten, fügen den dann oben drauf wieder ein, ziehen ihn an die richtige Stelle und machen wieder negativ multiplizieren, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, jetzt seht ihr, haben wir hier wieder die Blitze. Wir fügen das Ganze wieder auf das Bild ein, so dass wir halt einfach die perfekte Größe haben. Und ja, nachdem wir das gemacht haben, müssen wir wieder einmal keyframen. Und das ist immer ein Problem, denn Keyframe dauert einfach lange. Und als erstes müssen wir das Ganze mal auf die richtige Seite bringen. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. So, perfekt, das ist die richtige Seite. Jetzt gehen wir unten wieder auf den kleinen Pfeil neben dem Entry 007, bei dem wir halt sozusagen keyframen können. Und ja, da haben wir diesen Pfeil, gehen wir drauf, transformieren und dann machen wir die Stoppuhr bei Position und passen das Ganze an. Entry 007 ist dafür sehr gut geeignet, wenn ihr von der Seite sozusagen auf das Geschehen achtet einfach. Einfach drauf schaut von der Seite des Geschehens, denn ja, da eignet sich das. Und ja, machen wir das Ganze einfach mal. So, ich habe das Ganze jetzt mal gemacht und es sieht sehr, sehr geil aus, wie dann hier am Ende auch nochmal die Blitze sind. Meiner Meinung nach eine sehr geile Animation, die wir hier heute erstellt haben. Und auch der Blitz, mega krass, wie der da einfach vorbeifliegt. Passt auch sehr gut zu den anderen Blitzen, die wir jetzt hier gemacht haben. Und ja, ihr könnt das jetzt natürlich gerne nochmal alles etwas anpassen mit T, der Deckkraft, wie ihr das wollt. Denn diese Blitze sind noch nicht ganz so gleichfarbig, wie ich mir das Ganze halt einfach gewünscht habe, so wie ihr das jetzt hier seht. Der Blitz hat immer noch eine etwas andere Farbe, dann gehe ich jetzt hier einfach auf die Blitze und drücke wieder einmal T, auf beide am besten gleich, sodass ihr das Ganze anpassen könnt.
bis sie halt einfach genau die gleiche Farbe haben. Das sieht jetzt zum Beispiel schon mal sehr, sehr original aus. Das passt perfekt zu dem Loop, so. Und so könnt ihr das Ganze dann auch schon lassen. Ihr macht die beiden Reiter einfach wieder zu an der Seite oder passt es noch weiter an, je nachdem, wie ihr wollt. Das ist jetzt die perfekte Mischung sozusagen. Es sieht genauso aus wie der Loop. Ist zwar noch nicht ganz so breit, das werden wir wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Oder man würde es schon hinbekommen, aber so klein sieht dieser halt einfach viel besser aus. Dieser kleine Blitz, der dann halt sozusagen weggeworfen wird. Und ja, das war sozusagen alles hinter diesem Blitzgeheimnis. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, gebt dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben, abonniert doch unseren Kanal. Wir werden in Kürze auch einen Kurzfilm rausbringen. Ich liebe diese Wortspiele, Leute. Und ja, dann seid natürlich schon sehr gespannt auf den Kurzfilm und dann sehen wir uns natürlich bald wieder im Kurzfilm oder im nächsten Video. Viel Spaß auf jeden Fall noch auf unserem Kanal. Schaut euch doch auch die anderen Videos an, wenn ihr alles über die Flash-Effekte lernen wollt. Und dann viel Spaß beim Filmmaking. Ich zeige euch, wie es geht. Ihr macht es mir nach. Bis dann. Haut rein.